wir könnten dieser großen Frage, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, einen Riesenschritt näher kommen. Mittlerweile haben wir nämlich entdeckt, dass es auf dem Mond Wasser gibt. Natürlich musst du ein Testament machen, das gehört dazu. Man möchte ja, sag ich mal, vorbereitet sein. Wenn ich da von oben runter schaue, du siehst eine blaue Kugel und zwischendurch so die Kontinente, Afrika, dann so ein Braun und Rot. Dann wird die Erde so von der Seite angestrahlt. Das ist die Atmosphäre. Die ist so zerbrechlich. Das sieht aus wie eine Seifenblase, weißt du, in der sich dann das Licht auch so ein bisschen bricht. Alles, was das Menschliche oder das Leben auf der Erde möglich macht, ist in dieser dünnen Blase drin. Wir müssen viel, viel besser damit umgehen. Wir müssen unseren Planeten schützen. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich bin heute bei der ESA. Ich habe das Privileg, ich werde heute unseren deutschen Astronauten Matthias Maurer treffen. Er war schon oben. Er war im Weltall und ist jetzt wieder da und wird mir erzählen, was genau passiert ist. Ich werde alle Fragen stellen und ihr habt eigentlich nur eine Aufgabe. Bevor es losgeht, dürft ihr diesen Kanal aktivieren und die Glocke abonnieren. Hier ist auch wieder die Statistik, wie viele von euch die Videos schauen, aber das noch nicht getan haben. Also kostenlos aktivieren und abonnieren. Und ich würde sagen, wir haben auch genug geredet. Ich gehe jetzt los und treffe ihn irgendwo. Hey, hallo. Hallöchen, Matthias, grüß dich. Wie geht's dir? Alles klar? Alles bestens. Freue mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dich kennenzulernen und heute mal hier in dieser riesigen Geschichte zu sein. Und was ist das da genau hinter uns? Das ist unser Columbus-Modul. Das ist ein Teil der internationalen Raumstation. Und ja, in diesem Columbus-Modul habe ich 6 Monate gewohnt. Okay, dann schauen wir da jetzt direkt mal rein. Wow. Matthias. Willkommen in meinem Heim. Das ist, ja, dein Heim. Das ist ein echtes, ist es jetzt echt, also ein echtes Raumschiff gewesen? Ja, also ist Originalgröße, so sieht es auch in der Raumstation aus. Klar, das hier ist jetzt natürlich ein bisschen nachgebaut. Aber du musst dir vorstellen, oben haben wir hier Labore, da können wir forschen, Experimente machen. Und an der Stelle hier oben drüber ist etwas Neues eingebaut, das haben wir hier noch nicht. Dort ist nämlich eine kleine Schlafkabine, dort habe ich dann 6 Monate lang gepennt. Okay, das ist eine unfassbar spannende Vorstellung. Jetzt gerade sind wir von draußen reingelaufen, aber das hier ist dein Heim gewesen und du konntest nicht raus. Also ich muss dich aber für die Zuschauer, die dich jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, einmal bitten, dass du dich selber vorstellst. Das habe ich total vergessen, sorry. Hallo, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer und ich war vor kurzem 6 Monate im All auf der Internationalen Raumstation. Genau, und ihr seid jetzt bei mir zu Hause. Wahnsinn. Also ich bin total geflasht. Ich werde dir heute einige Fragen stellen. So viel steht fest. Allein wenn ich mich hier umgucke, das ja, wird einiges sein. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest oder darfst, so, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Aber ich freue mich, die Zuschauer zu Hause auch, wenn wir dich ein bisschen kennenlernen. Und wenn du bereit bist, legen wir richtig los. Super. Matthias, jetzt muss ich direkt mal fragen, wie alt bist du? 52. 52, okay. Hast du in den 70ern also schon den Traum gehabt, eines Tages hier sitzen zu können und der Welt erzählen zu können, wie es ist, Astronaut zu sein? Ich wollte Pilot werden, das war so mein Kindheitstraum. Und dann später irgendwann habe ich im Fernsehen gesehen, wie Ulf Merbold, der erste westdeutsche Astronaut, dann mit dem Space Shuttle hochgeflogen ist. Dann habe ich gedacht, wow, was für ein cooler Job. Aber das war für mich so weit weg. Ich habe eigentlich nicht gewagt, so einen Traum zu träumen, dass ich das mal werden könnte. Ich war nur fasziniert davon. Aber der Traum, Astronaut zu werden, das kam bei mir erst als Erwachsener. Okay. Bist du dann so ein paar Umwege gegangen? Also manche werden ja dann erstmal Lehrer oder machen irgendwie eine Krankenpflegeausbildung und dann kommt das so zufällig? Oder muss man schon dann so ein bisschen in diese Richtung gehen? Ja, also du kannst Luft- und Raumfahrt studieren, das wäre so das Nächste an dem Job des Astronauten. Aber in meinem Fall war es so, ich habe Ingenieurstudium gemacht in Werkstoffwissenschaften. Ich hatte dann verschiedene Jobs und erst als 2008 die ESA Astronauten gesucht hat, dann habe ich das in den Nachrichten gesehen, habe ich mir überlegt, was macht denn eigentlich ein Astronaut heute? Früher waren das ja die wilden Testpiloten, das sind sie heute nicht mehr. Heute ist so eine Rakete computergesteuert und ja, als Astronaut fliegt man heute ins Weltall, zur Internationalen Raumstation. Mhm. Man ist dort in Schwerelosigkeit. Und dann machen wir Forschung in Schwerelosigkeit. Wir arbeiten in internationalen Teams und arbeiten mit der besten Technologie, die man sich vorstellen kann. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Werkstoffwissenschaften hast du studiert, das wird oben im All geforscht, das passt. Ich bewerbe mich mal. Ah, okay. Das heißt, du hast von daher mehr oder weniger zufällig schon das Richtige mitgebracht, was man dann da oben braucht. Kannst du mir erklären, was es da überhaupt noch zu erforschen gibt? Weil
der Mond, der wurde belandet, so, der, ne, sind die ausgestiegen, weiß ich jetzt nicht, die Amerikaner haben ihre Fahne dahin gesteckt, die Russen sagen, sie waren vorher da, aber ja, der Mond ist entdeckt, wir wissen auch, wo der Mars ist und, aber jetzt fliegt ihr immer noch da hoch auf die Raumstation und sammelt Erde, oder was genau macht ihr da? Ja, also auf der Raumstation sammeln wir ja keine Erde, weil die Raumstation, die fliegt ja nur um die Erde rum. Mhm. Das heißt, alles, was wir dort oben finden, das ist das, was wir auch mitgebracht haben. Also auf der Raumstation entdecken wir jetzt nichts Neues an Steinen oder an Landschaften, sondern wir fliegen dorthin und wir nutzen die Schwerelosigkeit. In der Schwerelosigkeit passiert sehr viel, wissenschaftlich gesehen. Also wenn ich jetzt oben bin, dann war ich auch ein Versuchskaninchen und dort oben passiert dann sehr viel mit meinem Körper. Und dann können wir uns anschauen, wie sich dann der Körper eines Astronauten verändert. Und dann lernen wir zum Beispiel, wie wir das, ja, sag ich mal, etwas dagegen tun können. Und dadurch lernen wir, wie wir gewisse Krankheiten auf der Erde behandeln können. Ich war ein halbes Jahr gerade oben auf der Raumstation. In diesem halben Jahr würde normalerweise, wenn ich nichts machen würde, würde sich meine Muskelmasse abbauen, meine Knochen würden sich abbauen. Ich würde bis zu 30% an Knochenmasse verlieren. Dann würde ich hier zurückkommen als quasi als Wrack, als sag ich mal alter Mann. Und dann werde ich in einer Verfassung, so wie wir es oft bei Oma und Opa sehen, die dann ganz brüchige Knochen haben, dass der Oberschenkel-Halsbruch da ist. Und bei uns passiert das im Zeitraffer. Geht circa 30 Mal schneller als hier unten auf der Erde. Damit das jetzt aber nicht passiert, müssen wir Dinge tun. Und deswegen haben wir Mediziner, die dann sich das genau anschauen. Und die sagen, du brauchst eine gute Ernährung, Matthias. Deswegen wird da ein bisschen rumgespielt, eventuell auch Medikamente. Aber das Wichtigste ist, dass wir Sport machen. So, ich habe jetzt in der Schwerelosigkeit jeden Tag 2,5 Stunden Sport gemacht, um meinem Körper vorzutäuschen, ja, du brauchst noch deine Muskeln und du brauchst noch deine Knochen. 2,5 Stunden. Ja, deswegen bin ich jetzt zurückgekommen und die Knochen sind eigentlich so ganz okay. Mein Oberschenkel-Hals-Knochenbereich, da habe ich 10% Knochenmasse verloren, trotz Sport. Aber das ist hoffentlich in einem halben bis einem Jahr wieder drauf. Crazy. Okay, das heißt, da merkt man mal, auch wenn man sich darüber aufregt, wenn das Handy runterfällt und dann kaputt ist, diese Erdanziehungskraft, die hat auch was Gutes. Ja, die ist für uns sogar extrem wichtig. Ohne die könnten wir gar nicht leben. Ich hatte übrigens auch so ein spezielles Gerät oben mit dabei. Auch ein blauer Anzug, so wie der hier. Der hat aber Elektroden eingebaut. Und während ich Sport gemacht habe, gab es dann nochmal kleine Elektroschocks. Und das ist, kennst du vielleicht, Elektromuskelstimulation, gibt es auch in vielen Fitnessstudios schon. Ich dachte, das wäre Humbug, wirklich. Ich dachte, ja, also es ist Humbug, wenn du da so 2 Elektroden hier auf den Bauch machst und legst dich aufs Sofa, trinkst Cola und isst Chips dabei, dann ist das absoluter Humbug. Aber wenn du Sport machst und hast einen kompletten Anzug an, dann kannst du deine Muskeln wirklich trainieren. Okay. Also vielleicht etwas, was in den nächsten Jahren sich auch hier auf der Erde dann ausbreitet. Das ist für mich gerade total neu, dass ihr da hochfliegt, um Sachen auszuprobieren in der Schwerelosigkeit, zu gucken, wie die bei euch funktionieren und wenn die gut funktionieren, dass die dann hier auf der Erde helfen. Ich dachte, ihr fliegt nur da hoch, um halt dann zu gucken, was wir hier unten aus irgendwelchen Ferngläsern versuchen zu erkennen und dann schaut ihr euch an, okay, ist das die Realität oder auch nicht? Zur Raumfahrt gehörten nicht nur Astronauten dazu, sondern wir haben sehr viele Satelliten, die wir hochschicken. Wir haben eigentlich die besten Erdbeobachtungssatelliten, die man sich vorstellen kann, also deutlich besser als die NASA. Und diese Daten sind unbedingt wichtig, um zu verstehen, wie das mit dem Klimawandel vorwärts geht. Also wir messen quasi den Puls und das EKG von der Erde. Und mit diesen Daten können wir dann verschiedene Computermodelle füttern und können dann unsere Wissenschaftler dann Modelle aufstellen, um zu sagen, was müssen wir tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Für mich war das jetzt sehr viel Neues. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt sehr gerne auch mal eure Gedanken und eure Fragen in die Kommentare schreiben. Vielleicht treffe ich den Mann einfach noch mal irgendwann ein zweites Mal und stelle dann eure persönlichen Fragen. Also wenn ihr heute zuhört und irgendwas vielleicht zu schnell geht, dann fragt bitte in den Kommentaren nach. Und ich bin mir sicher, Matthias ist nicht aus der Welt. Vielleicht bin ich dann. Ich möchte ja nochmal fliegen. So. Okay. Und hast du ja gefragt, wo fliegen wir hin? Jetzt momentan zur Internationalen Raumstation. Die gibt es schon seit 20 Jahren. Aber wir bereiten jetzt ja gerade ein neues Ziel vor. Und das ist der Mond. Jetzt hast du vielleicht gesagt, wir waren schon auf dem Mond, da ist schon eine Flagge im Boden gesteckt. So, jetzt wollen wir aber wieder zum Mond. Und oft fragen die Leute, ja, was wollt ihr denn dort eigentlich? Mittlerweile haben wir nämlich entdeckt,
dass auf dem Mond Wasser gibt. Das Wasser auf dem Mond findet sich in den Polarbereichen, in ganz, ganz tiefen Kratern. Die sind so tief, dass dort nie die Sonne reinscheint. Und dort ist Wassereis drin. Das haben wir mittels Satelliten gemessen, die um den Mond fliegen. Und das Wassereis, da wollen wir jetzt ran. Das hat verschiedene Gründe. Okay. Das eine ist, wenn du Wasser hast, das wissen wir alle, Wasser ist eine Ressource, kannst du trinken, ist die Grundlage für jedes Leben. Also wir wollen eine Station auf dem Mond aufbauen. Und diese Station wollen wir natürlich dann auch versorgen. Und wenn du Trinkwasser hast, ist schon mal der erste Schritt getan. Der zweite Schritt ist, du kannst Wasser aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das ist Raketentreibstoff. Damit kannst du Raketen befüllen und damit kannst du ins Universum fliegen. Und jetzt reden wir alle über die Energiekrise. Wasserstoff ist auch ein Energieträger, so mit Brennstoffzelle und so, hast du auch schon mal gehört. Also wollen wir das nutzen, um das vielleicht als Energieträger dann für eine Station auf dem Mond zu nutzen. Vielleicht kann die dann ganz alleine da überleben. Ja, also die Station könnte dann genau erstmal alleine betrieben werden. Wir sind nicht dauerhaft dort. Aber die Station, das fragst jetzt auch eine Station, wollt ihr da ein Haus hochfliegen? Das wäre viel zu teuer, viel zu aufwendig. Wir wollen aber oben in der Tat ein Haus bauen. Und wir müssen lernen, wie wir aus dem Mond Sand ein Haus bauen, ohne dass wir Beton hochfliegen. Also wir wollen 3D-Druck machen. 3D-Druck, bei dem nur Sonnenenergie und der Mondsand einfließt und hinten kommt dann ein gemauertes Haus raus. So. Boah, daran also, forschen wir. Also das, die Vorstellung ist crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr jetzt selber sagt, okay, wir wollen, also was will man noch auf dem Mond? Jetzt habe ich aber gemerkt, okay, da gibt es wohl doch noch einiges, vor allem an News, die man irgendwie mal da ein bisschen abklopfen muss. Es gibt noch mehr. Gibt noch mehr? Also da gibt es noch super viele Fragen. Und ich meine, ich würde gern verstehen, wie ist das Universum entstanden? Das ist eine Frage. Unsere Erde entstanden? Gibt es vielleicht irgendwo noch eine andere Erde und gibt es irgendwo da draußen Leben? Glaubst du es? Ich bin sicher, da draußen gibt es Leben. Also sicher, persönlich sicher vom Gefühl her. Ganz einfach, es ist statistisch gesehen zu wahrscheinlich, dass es noch eine zweite Erde dort draußen irgendwo gibt, als dass es keine gibt. Dabei meine ich aber, ein Planet, der ungefähr so groß ist wie unserer, auf dem es Wasser gibt, flüssiges Wasser, aber auch gefrorenes Wasser, sowas wie Eis, aber auch Wasser in Dampfform, nämlich in der Atemluft haben wir ja auch Luftfeuchtigkeit. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. In den Bedingungen kann Leben existieren. Ja, und es gibt irgendwo in der Nähe eine Sonne, die Energie spendet. Wir wissen momentan nicht, ob es auf einem anderen Planeten Leben gibt. Aber wir wissen, dass das Leben ja irgendwann mal auf die Erde kam. Und dann gibt es dann eine Theorie, die sagt, ganz, ganz früher kamen Meteoriten, Asteroiden, irgendwas aus dem Weltall und ist auf der Erde eingeschlagen. Und die haben auch das Wasser mitgebracht. Und so entstanden dann die Meere. Mhm. In diesem Eis, in diesen Flüssigkeiten, war auch irgendwas Organisches drin, organische Chemie, Substanzen, das ist so eine Art Ursuppe, nennen wir das. Und daraus ist irgendwie, die Frage ist halt wie, das Leben entstanden. Und der Mond ist quasi tot an der Oberfläche. Er ist genauso alt wie die Erde. Und alles das, was auf die Erde niedergeprasselt ist, ist auch auf dem Mond eingeschlagen. Deswegen siehst du die vielen Einschlagskrater. Weißt du, wenn du da hochguckst, siehst du, genau, du siehst da so Löcher. Die Theorie ist, dass da auch das Wasser auf dem Mond eingeschlagen ist. Also quasi das Bruderwasser von dem, was auf der Erde eingeschlagen ist, auf dem Mond eingeschlagen. Und das finden wir jetzt noch in den Polarbereichen des Mondes. Das heißt, der Mond ist das Geschichtsbuch für die Erde. Und wenn wir jetzt dort hochfliegen und können an dieses Wassereis ran, dann finden wir vielleicht dort noch diese Ursuppe, die damals auf die Erde eingeschlagen ist. Und das heißt, wir könnten dieser großen Frage, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, einen riesen Schritt näher kommen. Wenn ihr das schafft, also solche Sachen brauchen natürlich auch Zeit, Vorbereitung, dann gehen auch Sachen schief. Aber wenn das klappen sollte, ich glaube, das wäre wissenschaftlich gesehen, wäre es ja ein riesen Knaller. Wahrscheinlich der größte seit 10, 20, 30 Jahren. Also es ist ja schon Wahnsinn. Lohnt sich das Ganze denn? Also was kann man verdienen als der Astronaut? Ja, also ich bin jetzt Angestellter einer Agentur. Und das ist die ESA, Europäische Raumfahrtagentur. Das gehört auch zu diesem Konsortium internationale Organisation.
Also ist jetzt egal, ob man Astronaut ist bei der ESA oder ob man, sag ich mal, Ingenieur ist bei der ESA oder Techniker ist. Wir alle verdienen in einer Gehaltsgruppe. Ja? Und das kann man nachschauen im Internet oder wenn jemand beim Internationalen Patentamt arbeitet, bei der EU arbeitet. Das ist alles die gleiche Liga. Und die Leute dort verdienen genauso viel wie ein Astronaut. Wenn man jung ist, verdient man weniger. Und dann mit den Lebensjahren kommt man jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine Stufe höher. Wenn man verheiratet ist, bekommt man einen Zuschlag. Wenn man Kinder hat, gibt es einen Zuschlag. Also das ist für jeden dann anders. Verdient ihr so wie Lehrer oder wie Ärzte? Es ist irgendwo, sag ich mal, wie ein Ingenieur in einer guten Firma. Okay. Obwohl, wenn du ein Spitzeningenieur in der freien Wirtschaft bist, da verdienst du viel mehr. Okay. Ja. Ganz ehrlich, mein Job ist so geil, den würde ich auch machen, wenn ich dafür Geld zahlen müsste. Ich kann Dinge tun, erleben, die kann sich kein Mensch, selbst die reichsten Menschen dieser Welt, können sich das nicht leisten oder kaufen. Schön. Ihr müsst dann auch irgendwie auf Toilette gehen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Sachen da auf der Erde unten reinplumpsen und dann spülst du ab und die sind weg, ist ja super. Wenn ich mir aber vorstelle, dass die Sachen nicht plumpsen können, sondern ja, so Flüssigkeiten, festere Geschichten durch die Gegend wandern, ist das ja nicht so schön. Wir gehen nicht zur Toilette, sondern wir schweben zur Toilette. Also das hat Stil. So, und dann haben wir eine Toilette, die hat zwei Bereiche. Das eine ist für das Flüssige. Das andere ist für das Feste. So, und das für das Flüssige ist ein Schlauch mit einem kleinen Trichteraufsatz vorne. Und bevor ich da jetzt irgendwie reinpinkeln kann, muss ich einen Schalter umlegen. Und dann ist das Ganze wie eine Art Staubsauger. Also kannst du dir vorstellen, du würdest in einen Staubsaugerschlauch pinkeln. Genauso ist das. Das Spannende ist, das, was wir da reinsaugen in den Schlauch, das wird dann wieder gefiltert. Es wird gereinigt und das trinkst du dann am Tag später wieder als Kaffee. Nee. Doch, also wir recyceln das Wasser zu 91% auf der Raumstation. Wäre sonst viel zu teuer. Wir können ja nicht jeden Tag da irgendwie Wasser rauskippen. Auch das Wasser, was wir, wenn wir Sport machen, dann schwitzt du. Und dieser Schweiß, der wird auch wieder aufgesaugt von der Klimaanlage, wird dann auch ja destilliert und fließt dann auch wieder zurück als Trinkwasser. Ja, in eurer Situation und gut gereinigt. Ihr werdet schon sicher sein, dass ihr am Ende nichts mehr davon schmeckt in eurem Kaffee. Gab es irgendwie so eine Checkliste, wo du gesagt hast, okay, bevor ich ins Weltall fliege, muss ich dies und jenes noch machen? Ja gut, ich meine, natürlich musst du ein Testament machen. Das gehört dazu. Man möchte ja, sag ich mal, vorbereitet sein. Das ist ein Risiko, das wissen wir alle, dort hochzufliegen. Und dann musst du schon gucken, dass, wenn es schief gehen würde, dass dann zumindest alles geregelt ist, so wie du es halt geregelt haben möchtest. Und das sind dann auch Momente, da muss man mit der Familie drüber sprechen, was passiert, wenn. Das sind dann keine angenehmen Momente, aber klar, man sagt ja, es ist ja nur für den Extremfall, sag ich mal, zu 99,99%, könnte man das alles vergessen, was wir gerade besprochen haben, weil ich komme ja wieder. Wenn du dann oben im Weltall bist, plötzlich Schwerelosigkeit, das habt ihr, denke ich, auch hier auf der Erde schon ja, in so Modellen irgendwie mal versucht nachzustellen. Aber oben ist es dann die echte Schwerelosigkeit. Wie war so dein erster Tag da oben? Also ich war total super glücklich, die ganze Zeit nur am Strahlen und so wirklich total happy, dass ich oben ankam, am Ziel meiner Träume und dann schwerelos. Muss dir vorstellen, wie so ein Schmetterling jetzt hier fliegt. Ein Schmetterling, der muss noch hart arbeiten, der muss noch mit den Flügeln schlagen. Und ich schwebte einfach nur und das ist total cooles Feeling. Das glaube ich. Und der Blick von dort runter auf uns, was hat das mit dir gemacht? Wenn du dort oben bist, dann die Module, das siehst du ja jetzt hier um uns rum, die haben sehr wenige Fenster. Aber es gibt eine Stelle, dort haben wir ein total krasses Fenster. Es sind insgesamt 7 Scheiben, also so ein Ring. Und dann noch ein Fenster direkt runter auf die Erde. Das ist der Lieblingsplatz aller Astronauten, heißt Cupola. Und dort hängen wir dann in der Freizeit und schauen runter, gucken auf die Erde und dann fliegst du über unseren Planeten. Und wenn ich da von oben runter schaue, du siehst eine blaue, blaue Kugel und zwar die gleiche blaue Farbe, wie du jetzt den Himmel siehst. Mhm. Und weiße Wolken und zwischendurch so die Kontinente, Afrika, dann so ein Braun und Rot, Australien sehr, sehr rot. Und dann fliegst du über Südamerika grün, du siehst braune Flüsse dazwischen. Aber du siehst keine Grenzen, du siehst keine Menschen, du siehst tagsüber kein Leben. Und dann fliegst du um die Erde rum und weil wir ja 90 Minuten einmal rumfliegen, ist so nach einer Dreiviertelstunde, sind wir dann auf der Rückseite, wo dann gerade die Sonne nicht hinscheint. Das heißt, wir fliegen dann in die Nacht. Ich habe dann 16 Mal pro Tag Tag und Nacht Übergang im Weltall. Wenn du dann so um die Ecke fliegst, oder um die Ecke, um die Kurve fliegst, der
der Erde, dann wird die Erde so von der Seite angestrahlt und dann siehst du so einen ganz, ganz dünnen Saum. Und das sieht aus wie eine Seifenblase, weißt du, in der sich dann das Licht auch so ein bisschen bricht. Und dann denkst du einmal, was ist denn das? Was ist denn das? Und dann denkst du, wow, das ist die Atmosphäre. Und dann gehen so direkt die Nackenhaare oder da läuft so ein richtiger Schauer hinten runter. Und du denkst, das ist die Atmosphäre, die ist so zerbrechlich. Und das ist alles, was das Leben, nämlich innerhalb der Atmosphäre, ermöglicht. Und außerhalb ist krasses Vakuum. Ja. Außerhalb würdest du sofort ersticken. Das harte Weltraumstrahlung. Alles, was das menschliche oder das Leben auf der Erde möglich macht, ist in dieser dünnen Blase drin. Und dann denkst du einmal, Mensch, ey, wir müssen viel, viel besser damit umgehen. Wir müssen unseren Planeten schützen. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir dürfen da nicht einfach Abgase hochpumpen. Und dann fliegst du weiter und dann bist du in der Nacht drin. Und dann siehst du plötzlich gar nichts mehr. Die Erde ist weg, komplett schwarz. Ist so schwarz wie das Universum. Und dann siehst du plötzlich Zeichen von Leben. Du siehst nämlich Licht. Und dann siehst du, das sind Städte, das sind Straßen. Und du siehst genau, ob ich jetzt über Nordamerika bin. Dort sind die Städte so quadratisch, so die Straßen schön sauber geplant und gebaut. Oder dann fliegst du weiter über Europa. Und Europa ist total hell. Du kommst über Paris, dann siehst du Paris, London. Du siehst da Belgien total krass hell beleuchtet. Und es war auch so eine Erfahrung, die ich dann später auch noch in der Mission gemacht habe, als es losging mit dem Krieg in der Ukraine. Ukraine total hell beleuchtet, genauso normales Leben wie alle anderen europäischen Länder. Aber als dann es losging mit dem Krieg, plötzlich war die Ukraine weg, war dunkel. Klar, man hat nachts das Licht ausgemacht, man wollte natürlich keine Beleuchtung bieten für Angriffe. Boah, das habe ich siehst da, du alles von, ja. von da oben. Das heißt, wo du oben warst, ist hier unten der Krieg losgegangen und du hast es ja. am Licht der Menschen irgendwie sogar sehen können. Ja, du hast auch dann zum Teil gesehen kleine Lichtblitze. Das war am Anfang des Krieges, als dann die Raketen auf Kiew geflogen sind oder den Umkreis dort. Und eigentlich denken wir als Astronauten, wir sind so weit weg, wir erkennen keine Grenzen. Wir sind weit entfernt von den irdischen Problemen. Aber in dem Moment habe ich mich sogar noch viel, viel näher gefühlt, weil das war, mit meinen eigenen Augen konnte ich sehen, was da unten abgeht. Hast du denn selber mal so einen Ausflug ins All machen dürfen? Dürfte ich. Das war der krasseste Tag für mich im Weltall. Draußen gibt's Vakuum, das heißt, ich muss einen Raumanzug anziehen. Dafür haben wir einen extra großen, wirklich dann schweren Anzug. Und dieser Anzug hat mehrere Lagen, die uns dann schützen. Und in diesem Anzug drin habe ich 0,3 Bar Luftdruck. Das ist jetzt, also deine Reifen hier. Die haben 5, 6, 7 Bar. Ja, genau. Also das ist jetzt ein Zehntel davon. Ja. Weil du kannst dir schon vorstellen, wenn du jetzt mit dem Finger auf diese Reifen drückst, dann musst du dich anstrengen, dass du die eindrücken kannst. Ja. So, und das Gleiche ist bei mir, wenn ich in meinem Anzug bin, dann ist er aufgepumpt und wenn ich die Arme bewegen will, dann muss ich mich anstrengen, dass ich die bewegen kann. Oder wenn ich die Hände bewege, muss ich das ähnlich wie jetzt auf deine Reifen drücken. Nicht ganz so hart, aber über 7 Stunden war ich draußen, ist das schon ein richtig harter Job. Und das haben wir gemacht, um außen etwas zu reparieren und etwas Neues zu installieren. Matthias, jetzt würde mich natürlich abschließend noch interessieren, was würdest du jemandem da draußen raten, der dir zuhört, der dich natürlich auch kennt, weil er selber oder sie Astronaut werden möchte? Was wäre so dein Tipp? Genau, also wenn ihr Astronaut werden wollt, dann gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Astronaut sein ist super einfach, weil die ESA bildet die Leute aus und das kann jeder, würde ich mal behaupten. Die schlechte ist, es gibt noch zu wenig Tickets, um ins All zu fliegen. Aber das soll euch nicht davon abhalten, euch zu bewerben, euch zu engagieren. Ihr braucht dafür eine gute Ausbildung. Aber auch nicht jeder muss Astronaut werden. Das Wichtigste ist, ihr solltet einen großen Traum haben, denn nur wer einen großen Traum hat, kann sich auch einen großen Traum erfüllen. Okay, also ich höre da raus, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man überhaupt Interesse an diesem Bereich hat, das einfach mal anzugehen und dann wird man schon seinen richtigen Platz auch in diesem Laden finden, früher genau. oder später. Ich muss dir sagen, ich fand das unfassbar spannend. Es ist wahrscheinlich auch ein großes Privileg, mal ja solche Fragen beantwortet zu kriegen, weil es gibt halt nicht so viele von euch und ihr seid auch total beschäftigt und vielleicht bist du bald wieder weg. Ja. Da drücke ich dir natürlich auch die Daumen.
der Mond will erobert werden oder genau. erforscht werden und vielleicht bist du dann unser, ja, es ist auch sowas, wo ich ganz schön stolz bin, dass wir so einen coolen deutschen Typen haben, der dann da alles ja. macht und heute mal auf Deutsch auch dieses Interview führen kann und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr habt, denke ich, auch viel gelernt, so wie ich, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne mal unten rein, weil spätestens, wenn er vom Mond zurück ist, werde ich ihn mir wieder krallen. So viel steht fest. Und ja, ich danke dir aber erstmal für das Gespräch. Ich danke dir. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Fragen beantworte ich gerne. Dankeschön. Und ja, zur Verabschiedung dürfen wir eigentlich nur noch winken. Macht's gut, Freunde. Und bis zum nächsten Mal.